Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich so gut wie fertig. Ich habe noch eine einzige Reihe zu sticken. Und da habe ich ja gesagt, ich nehme euch wieder mit. Das ist eins der Testbilder von Nikis Zauberecke. Ich habe euch ja beim Start, glaube ich, mitgenommen. Und habe ja gesagt, wenn wir das fertig machen, mache ich nochmal die Kamera an, nehme euch nochmal mit und dann, ja, werde ich das gleich wieder im Anschluss auf meine Leinwand kleben und dann zeige ich euch auch noch mal, wie das dann aussieht. Ich habe jetzt extra noch mal für die letzte Reihe neuen Faden dran gemacht, weil es hätte nicht mehr gereicht für die letzte Reihe und das Rumknoten im Video wollte ich euch dann auch ersparen, also habe ich es dann jetzt gleich schon gemacht. Warum auch nicht? Ja, es ist nicht mehr viel, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe das jetzt hier ein paar Tage liegen gehabt. Und war irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt. Ich meine, ihr wisst ja, was ich gerade mache. Ich sage ja nur Zelda. Wobei ich sogar da gerade eine Pause habe. Ich mache nämlich gerade, also ich habe zwei Sachen neu angefangen. Eine Sache, die hier schon ein bisschen länger liegt, wo ich mich aber gedrückt habe, weil ich viel Hintergrund zu sticken habe. Und das ist ja immer ziemlich langweilig und eintönig. Und jetzt habe ich mich endlich mal aufgerafft und habe mich durchgerungen anzufangen und dann habe ich gestern sogar direkt 500 Kreuze geschafft. Das war echt, echt cool. Und da werde ich vielleicht heute dann auch nochmal, naja, vielleicht nochmal so ein paar hundert Kreuze schaffen. Das wäre schön. Also ein neues Kreuzstickbild habe ich angefangen. Und das andere ist ein neues Perlenstickbild. Ich will noch gar nicht so viel verraten. Das war ein Geschenk, sage ich gleich dazu. Also es ist relativ neu bei mir eingezogen. Es ist ein Geschenk. Und das musste ich dann direkt anfangen, logischerweise. Ihr kennt auch das Projekt. Das habt ihr schon ein paar Mal auf YouTube gesehen. Und ja, ich denke, vielleicht in den nächsten Tagen, wenn ich es schaffe, sonst am nächsten Wochenende, würde ich nochmal ein Video machen und euch zeigen, was das ist. Und ja, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich kann euch ja mal einen kleinen Spoiler geben. Wobei ihr es dann schon wisst. Ich kann euch ja mal die drei Farben zeigen, womit ich sticke. Was eigentlich schon alles verrät. Also vielleicht habt ihr die Farben ja schon mal gesehen. Vielleicht kommen die euch bekannt vor. Ja. Mehr sage ich dazu nicht. Und ja, da habe ich was bekommen. Also diese Perlen. Und der aufmerksam bei YouTube ist und aktuell und einen gewissen anderen Kanal guckt, weiß, was das ist und worum es hier geht. Aber darauf will ich jetzt in dem Video gar nicht weiter eingehen. Es geht jetzt hier um das Testbild von Nikis Zauberecke und das finde ich auch wirklich richtig süß und schön und ich habe es auch schon öfter gesagt, das ist einfach eine tolle Sache für zwischendurch. Es macht einfach Spaß. Es geht schnell, es ist klein, es ist super für Anfänger. Man kann das Set für einen Anfänger verschenken, dass man dem das Perlensticken vielleicht beibringt. Oder man stickt es schon fertig und verschenkt es dann vielleicht. Ist ja alles möglich und deshalb finde ich das auch so toll. Ja. Das erste Bild habt ihr ja schon gesehen, das war ja der kleine Labby an dem Zaun, der so über den Zaun lehnt oder am Zaun steht und da drüber guckt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch schon gesagt, wäre das ein Bild gewesen, was ich nicht getestet hätte und ich hätte keinen Kaufstopp, hätte ich wahrscheinlich direkt sofort, also kaufen gedrückt. Ich meine, die Bilder sind ja auch nicht jetzt teuer, also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit Zuckerreva oder sowas. Also das ist schon machbar. Ja. Sonst habe ich erstmal nichts, was ich teste bezüglich Niki. Ich habe ja auch schon Sterne. Ne, einen Stern habe ich noch gar nicht. Habe ich einen Stern getestet? Ne, Teelichter waren das. Teelichtumrandungen habe ich getestet. Einen Stern glaube ich noch gar nicht. Aber ich habe ja den Adventskalender mir geholt letztes Jahr von Niki und da habe ich zwar selbst noch nicht angefangen mit dem Stern, aber ich habe bei Corinna angefangen mit einem Stern. Also wir haben jeder
ein so ein Eckchen gemacht, weil ich ihr das ja nochmal erklärt hatte. Und ja, also so ein bisschen angefangen schon, aber mit ihren Perlen und dann ihrem Stern. Aber aktuell, ich hatte auch neulich wieder ganz doll Lust, so einen Peyote-Stern zu machen, aber ich konnte mich dann doch gerade so noch zügeln, weil dann habe ich nochmal wieder eine Ablenkung und ja, ihr wisst ja, ich möchte Zelda voranbringen. Das ist so ein Riesenbild und das ist so schön und es hat verdient, gestickt zu werden. Jetzt kommt noch die Drachen-Challenge dazwischen, die mir auch nochmal wahrscheinlich viel Zeit rauben wird. Und ja, aber ich freue mich darauf. Ich liebe Drachen, also ja sowieso. Und da wir jetzt das Jahr der Drachen haben, werde ich auch was mit dem Drachen sticken. Das ist ganz klar. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, zu dem Bild jetzt hier. Das ist ja jetzt ein grauer Labby. Man hat ja die Möglichkeit, bei Niki auch Perlen zu kaufen. Wenn ihr jetzt sagt, ach, das ist jetzt vielleicht nicht die Farbe von meinem Hund oder ich würde jetzt vielleicht braun schöner finden oder beige oder schwarz. Gut, schwarz ist wahrscheinlich schwierig, dann wird man die Nase nicht so gut sehen von dem Labby. Aber so, ne, wenn ihr andere Farben wollt, gibt es sicherlich auch Möglichkeit, da Perlen zu bestellen oder zu tauschen. Ne? Also man kann ja die Bilder auch öfter sticken. Man hat ja die Anleitung und wenn man sagt, ich möchte jetzt auch nochmal einen braun oder so machen, kann man sich ja die Perlen holen. Man kann den Hintergrund ändern. Das bleibt einem ja auch alles überlassen. Das kann man ja wirklich so machen, wie man möchte. Das ist das Schöne. Das sind ja nicht viele Farben meistens. Da kann man ja echt individuell machen oder arbeiten, wie man möchte. Aber die Sets sind ja so, wie sie sind, auch schon schön. Also ne? Es ist jetzt nicht so, dass man da was austauschen muss. Gegenteil, also außer es gefällt einem jetzt so vielleicht nicht, aber ich finde es gut, bei mir sowieso schön, weil mein Labby ist grau oder meine Labbys sind grau. Ja, das war jetzt die letzte Perle. Jetzt werde ich einmal den Faden hinten vernähen und verknoten. Dann gehe ich erstmal föhnen. Ich habe ja da Striche drauf. Und nach dem Föhnen würde ich das hier auf meinen... Na, hier auf... Wo ist es denn? Habe ich hier liegen? Auf diese Leinwand drauf machen. Und am Ende würde ich euch dann halt nochmal zeigen, wie es aussieht. Und ja, alles Weitere dann nochmal ein kleines Fazit nochmal dazu geben. Ja, würde ich sagen... Mache ich eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem fertigen Ergebnis. So, da bin ich wieder. Also wie beim letzten Mal auch, hinten mit Paket, also mit Papierklebeband und befestigt auf der Leinwand mit doppelseitigem Klebeband, dieses Teppichklebeband, das kennt ihr ja sicherlich. Ja, da ist das gute Stück. Ich denke mal, ja, ich werde euch den Shop wieder verlinken, ganz klar, und dann könnt ihr ja mal gucken, ob ihr da den Labby schon seht. Ich denke, es wird nicht lange dauern, bis der online ist. Vielleicht auch direkt jetzt heute schon. Ich werde jetzt Niki gleich schreiben, dass es fertig ist. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich das lasse. Ich denke, ich werde das später in einem Bilderrahmen machen, in einem 10x10 cm Bilderrahmen. Aber das Ergebnis ist doch echt süß. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann das Licht nochmal ein bisschen, dann sieht man nochmal ein bisschen besser die Schattierungen. Ja, das ist der süße Kleine. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt mir gerne mal, wie ihr den findet oder wie ihr allgemein diese kleinen Bilder findet. Ich finde das eine schöne Sache. Vielen Dank, liebe Niki, dass ich testen durfte. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.